Servus Leute, willkommen zum Teil 6 vom 100% Walkthrough Redeemer Enhanced Edition. So, heute machen wir die Trophäe, so schlimm sind sie gar nicht. Und dazu müssen wir das Blutbad mit etwas Pazifismus würzen. Laut Beschreibung bedeutet lediglich, tötet keine Menschen. Ihr könnt die Monster dahin locken, die werden das für euch erledigen. Am besten macht ihr das auf der einfachsten Stufe. Ihr dürft sie schlagen, das ist kein Problem, solange das nicht der tödliche Schlag ist, ist alles okay. Und am Ende kommt ihr an eine Tür. Wenn ihr da reingeht, kommen dann Monster und bla bla und da gibt es jedes Mal bei mir was. Zumindest so eine Schrecksekunde, dass ich angefangen habe zu ballern und habe die Leute verletzt. Oder getötet, besser gesagt. Also achtet da drauf. Rennt einfach durch. Ihr müsst sie auch nicht alle töten oder so. Ihr dürft nur keine Menschen töten. Also ihr könnt da auch einfach durchrushen. Ich habe jetzt halt so probiert, dass alle Menschen getötet wurden. Ist aber absolut nicht notwendig. Diese Trophäe sollte auch gegen Ende aufploppen. Und nicht erst nach der Mission. Wobei, bei der PlayStation gibt es ja öfter mal ein, zwei Minuten Verzögerung, so dass die Trophäe dann tatsächlich nach der Mission aufploppen würde. Da zum Beispiel dieses Rumgeeier müsst ihr nicht machen. Ihr könnt da wirklich durchraschen und dann bleiben die halt am Leben. Das spielt keine Rolle. Interessiert überhaupt nicht. Da versuche ich gerade die Aufmerksamkeit der Monster ein bisschen zu erlangen, damit sie die ganzen Typen massakrieren. Muss man aber nicht tun, wie gesagt. Aber ich habe vorher das Ganze probiert, mir durchzuraschen und manchmal folgen die Affen einem. Und wenn man sich dann mit Monstern prügelt, dann erwischt man so einen. Hier gibt es einen kleinen Hinterhalt. Ich glaube, hier werden auch die etwas härteren Dudes vorgestellt. Die sind so leicht stachelig und machen auch so eine Art Rush-Angriff. Wir werden sehen. An alles erinnere ich mich auch nicht mehr. Wo kommen die vier jetzt her? So, in diesem Bereich müsst ihr jetzt ein bisschen sachte sein. Wenn ihr hier zu weit reinrascht, da gibt es wirklich jede Menge Gegner. Und selbst auf einfach wird es dann zu viel, weil ihr werdet dann einfach permanent gestunt von den Schlägen. Es dauert dann ewig, bis sie euch töten, falls ihr schon voll aufgelevelt seid. Aber es ist
kein Problem für die, euch zu zerfleischen, weil, wie gesagt, ihr müsst dann nonstop parieren und könnt nicht mal einen Schlag machen. Oder ihr werdet von den Schlägen, die die machen, gestunt. Also arbeitet euch hier langsam hier durch. Macht die alle kalt. Einen nach dem anderen. Weiß nicht, warum ich das mache, aber das ist so eine Marke von mir. Wenn ich so ein Spiel spiele, dann will ich alles und jeden weghaben von der Karte. Keine Ahnung. Obwohl es eigentlich gar nicht notwendig ist. Aber ich kann es nicht lassen. Oh, da sind die neuen Typen. Die sind ein bisschen härter drauf. Da kommt jetzt ein ganzer Schwall von denen. Das war also nicht schlau von mir, die am Leben zu lassen und mir hinterher zu lotzen zu den kräftigeren. Jetzt muss ich mich halt zurückziehen. Und nach einer Lösung suchen. Macht euch die Waffen gerade für die härteren Typen auf, weil die werden sonst wirklich anstrengend. Nicht im Sinne von, die sind so gefährlich, die sind schon gefährlich, aber durchaus machbar, aber es wird einfach dauern mit dem Ausweichen und hin und her und bla bla bla. Spart euch die Schusswaffen für die Spasten auf und die Kleinen einfach mit den Händen massakrieren. So, in dem Zimmer müssten jetzt Menschen drin sein. Und jedes Mal, wenn ich da reingegangen bin, keine Ahnung, habe ich mich erschreckt und habe angefangen rumzuballern. Da versuche ich sie gerade ein bisschen zu mir herzulocken. Bleibt einfach da stehen. Und das war's, das ist schon das Ende des Levels. Wir sehen uns in Teil 7 wieder. Haut rein, viel Spaß beim Trophäenjagen. Ciao, ciao. Listen to me. I overpowered the security system in your block. That's how you got out. What do you want? I need to get off this line right now. If you want to free the other monks, you have to head to Section Alpha. Grab a headset from a soldier and I'll establish a secure line.